Willkommen zu einem neuen Video von mir und wieder mal WWE Quiz. Und jetzt ist es Fail to Guess bei der Hairstyle, also welche Haare, welchen Haarstil die tragen. Das Gute ist, es ist 2021, das heißt, es ist wirklich relativ neu. Also, let's go, würde ich sagen. Bei der Hairstyle und Eyes, okay. Also beim Thumbnail habe ich schon einen gesehen, der werde ich instant check. Okay, das fängt schon mal easy an. Also ich warte. Ja, ich warte ein bisschen, dass ihr auch mitraten könnt. Man könnte sagen, es ist A. Könnte man, aber es ist D. Es ist Ruby Riott. Es ist Ruby Riott, yep. Weil die hat auch grüne Augenbrauen, obwohl. Auch geil. Okay. Ich glaube, die Challenge ist ja eigentlich immer bei mir jetzt nicht eines falsch zu haben. Vielleicht schaffe ich es hier jetzt. Also, das ist C, Rhea Ripley. Komm, irgendwann werde ich doch mal alles richtig haben. Das kann ja nicht sein. Letztes Mal waren es auch nur 2, 3, ich glaube 2 habe ich verkackt. Von 25 oder so, ja. Schwierig. Ist es Naomi? Ist es D? Weiß ich nicht mal den Namen weiß. Es ist B. Es ist B. Ich weiß von D, also es ist Sasha Banks. Ich weiß von B, von D, dass sie die Tochter von irgendeinem Manager von AOP war. Aber, Paul Ellering hieß er, ja. Okay, also hier. Sie, das weiß ich. Also das ist jetzt hier auf jeden Fall C, Alexa Bliss. Ich folge auch der andere, also den Namen ich weiß auf Insta, aber ich habe gar keinen Plan, wie sie heißt. Aber egal. Okay. Bisschen schwieriger, muss jetzt eine Sekunde länger überlegen, aber. Dieses Quiz ist echt relativ sehr einfach. B, Toni Storm. Wo wir auch das letzte Mal das Thema hatten mit dem fetten Arsch und so weiter. Ja, ist jetzt aber auch nicht so schwer. Wenn nur die Haare wären vielleicht, weil Augen und Haare ist schon ein bisschen sehr einfach jetzt schon bald mal. Und dafür auch 10 Sekunden, ich meine, gebitte. Gebitte. C. C, Alter, Shotzi Blackheart. Was los? Was gerade ein Team mit Tegan Nox hat, finde ich gut, by the way. Ah, jetzt auf einmal keine Augen oder was? Aha. Ja, aber das kann eigentlich nur bei Becky Lynch, weil ich meine, die Eva Marie, die hatte ich solche Haare. Ja, denke ich mir. Ah ne, stell dir nur bei der Herst. Ja, Herst ist uns auch, aber ab und zu nicht, ab und zu doch. Das müsste eigentlich B sein. Sieht aus ein bisschen wie Marie's, aber es ist Lana. Es ist Liv Morgan. Es ist Liv Morgan. Es ist Liv Morgan. Ich habe meinen Scheiß wieder verkackt. Ah, es ist Liv Morgan. Die sieht voll aus wie Maurice. Wie Maurice. Ach du verdammte Kacke, nein. Ja, wow, und danke für das sowas. Super. Also sowas. Sowas meine ich, sowas Einfaches. Toll. Liv Morgan, Alter. So, das ist B. Stephanie McMahon. Okay, eines bis jetzt falsch. Wann werde ich es eh mal schaffen? Müsst auch Werbung, geil! Kann ich das verspringen? Ich kann es verspringen, Gott sei Dank. Ja, bau die wie man Keynes, hau ab! Das ist, was war's? Ja. Das ist D. Das ist Peyton Royce. Mach, das ist Peyton Royce, aber das sieht flippig aus. Danke. Nein! Gott, was das für eine Mucke hier, Alter! Gott, im Himmel. Was? Wer hat hier so einen Scheiß da oben? Gott. Okay, warte mal. Da muss ich, glaube ich, kurz stoppen. Yep. Von den Augen her. Von den Augen her würde ich sagen, das ist eine dickere Person, aber hier, das ergibt gar keinen Sinn hier. Es ist nicht Bianca Belair. Es ist nicht AJ Lee, nie im Leben. Schwierig! Ist es Paige? Nee. Doch. Sonja Deville? Sag es ist Paige. Sag es ist A. Schwierig. Boah! Aber das ist auch so. Das Bild habe ich noch nie gesehen von dir. Boah! Okay, passt. Easy.
Ah, komm, die mit so ein Bild mit Page, ich glaube, ich spinne, Alter. Okay, C. Ist ein bisschen fies hier, weil beim Bild hat sie rote Haare, hier hat sie so Sascha-Haare, aber es ist Eva, ja. Easy. Easy. Aber ist auch. Du, doof ist der Typ nicht hier, was die Quizzes macht. Ich meine, blond und alles sind blond. Alle. Ja, aber jetzt von den Augen her weiß ich's. Ah, Charlotte Flair. Hätte mich auch gewundert, wenn es anders wäre. Hätte mich sehr gewundert. Oder? Ja, es ist ja. Ist so. Könnte halt auch hier, sie, was mir gerade der Name entfällt, aber es ist B, Naomi. Von NXT, wie heißt es denn? Caden Carter, glaube ich. Ja, okay. Okay, Sarah Caden Carter. Hätte auch sein können, aber ja. Ja, dann ist auch wieder Pipifax. Mensch. D, naja, checks. Also echt. Einmal so easygoing Sachen, einmal so schwierige Sachen, wo ich echt lange überlegen muss, wo ich nur raten kann. Also echt. Das sollte von Anfang bis zum Schluss irgendwie so immer steigern, weil ich meine, das ist ja auch wieder Pipifax. Ja, die Hälfte circa. Jetzt haben wir B. AJ Lee. Der sollte echt das irgendwie steigern, weil Anfang so richtig easygoing Dinge und je weiter die Zeit schon rum ist, je weiter man schon im Game drinnen ist, dann endlich mal was Schwieriges machen. Ich habe keinen Plan, wer A ist, by the way. Und das ist C. Das ist Lita. Wer hat so viel ist A? Oh. Was? Ah, apropos actually. Das könnte von den Augen her, ohne Stoppen, würde ich jetzt sagen, es ist A, es ist Lana. Von den Augen her, weil das. Danke! Ich versuche es jetzt gar nicht gepeilt. Okay. Jetzt erkenne ich sie. Jetzt erkenne ich's. Jetzt erkenne ich, dass es Liv Morgan ist, also A. Danke. Wollte schon sagen. Macht er eigentlich immer 25 oder so, oder? Müsste, ja. Es ist nicht Scarlett. Es ist nicht C. Es ist B. Es ist Mandy. Es ist Mandy. Oh. 25, glaube ich, sind sie immer. Okay. Entweder oder. Nee, doch. Ich dachte gerade, ich hatte irgendeine andere gerade im Kopf, aber es ist C, es ist Nikki Bella. Das wäre auch. Nein, ich glaube, ich würde sogar einen Unterschied zwischen Nikki und Brie erkennen. Eigentlich. Obwohl sie Zwillinge sind, aber wenn man Zwillinge oft sieht, dann checkt man das irgendwann, wer hier wer ist. Pipifax, Pipifax. Ja, sehr Trish Stratus, das ist es. Es ist wieder A. Es ist Carmella. Es ist Mella is Money. Es ist entscheidet euch wie, ist mir egal. Es ist Carmella. Oh mein Gott. Da hätten jetzt die zwei gepasst, wo ich hier gedacht habe, wer könnte das sein, Trish Stratus oder so. Also das ist B, Asuka. Da hätte das gepasst, jetzt zum Schluss. Zum Schluss echt die schwierigsten Schwierigen der Schwierigen. Aber halt nicht. So, das ist auch noch easy going. Ja, easy going. Bin echt gespannt, wie ihr euch anstellt, wie sich andere Leute anstellen. Das ist D, Ronda Rousey. So, und der last one, oder? Komm hin. Ja, okay, das ist wieder. Ja, okay, der letzte ist doch schwieriger. Carmella ist es nicht. Schade ist es auch nicht. Das ist nicht Trish, oder? Ist es Trish? Man, es ist Trish. Mit der Gefahr, dass es falsch ist, aber es ist Trish. Trish Stratus. Ja, moin, Mister, was geht ab? Alles klar bei dir? Alles klar, alles gut, jawohl. Gut, würde ich sagen, das war's von dem Video und wir hören uns dann beim nächsten Let's Play oder beim nächsten WWE-Quiz.
von dem Kollegen. Und wie immer wird das Video hier in meiner Info verlinkt. Sein Kanal auch. Ja, sein Kanal auch. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.